So, willkommen zurück im Schädelbuchtempel. Bis jetzt fand ich ihn noch nicht so furchtbar schwierig. Es sind auf jeden Fall nicht irgendwo so eingefrorene Dinger, wo ich nicht langkomme oder so. Und die mich voll aufregen, weil ich halt nicht langkomme. Aber das kann sich ja alles noch ändern. Ich bin gespannt, wie lange ich insgesamt für den Tempel hier brauchen werde. Komm, einfach durch hier. Einfach durch hier. Komm, kletter raus, bevor was passiert. Gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich insgesamt für den Peaky Bernia gebraucht habe. Das war ein bisschen übertrieben. So, und ich dachte jetzt, wenn ich... Ach so, ich verstehe. Die Strömung ist natürlich falsch rum. Ich muss irgendwie die Strömung umdrehen. Guck mal, da unten, da ist eine Kiste. Das hab ich ganz übersehen. Ich sollte mal auf die Karte gucken. Da sind die ja nicht umsonst mir eingezeichnet. Ah, Mann, lass mich los! Taja, alles deine Schuld. Hallo? Kann ich irgendwie... Okay. Erst in die richtige Richtung drehen und dann... So. Abgeschnitten. Achso, ich bin ja voll überall. Abtauchen. Hingehen. Öffnen. Abtauchen. Öffnen. Geht doch. Meine Güte. Ah, der Schlüssel. Okay. Jetzt ist die Frage, wo könnte ich den einsetzen? Aua. Ich erinnere mich an eine Stelle, wo ich einen Schlüssel gebraucht habe. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Okay, lass mal gucken. Wie ist das mit der Kiste in dem Raum, die hier noch folgt? Okay. Ah, das ist schon der große Schlüssel. Okay, merke ich mir. In dem Raum gibt es den großen Schlüssel. Da muss ich vermutlich... Keine Ahnung, wie ich da hinten reinkommen soll. Ich meine, da in dieses Ding... Nicht markieren. Nicht markieren. Ich meine, in dieses Ding da. Wo auch irgendwas so... eingefroren aussieht irgendwie. Moment mal. Ist das wieder was zum Schmelzen? Tatsächlich. Und dann ist dahinter eine Tür, glaube ich. Komme ich da irgendwie hin? Vielleicht kann man sich an diese Dinger da rangrabben. Irgendwie so. Oder da hier so an die Kante. Nee, okay. Gut, also hier gibt's, aber ich glaube, den großen Schlüssel gibt's ja sowieso immer erst am Ende. Das heißt, hier bin ich jetzt. Noch nicht unbedingt richtig. So, genau, dann gab's in dem Raum gab's auch noch eine Truhe, wo ich aber nicht hinkam. Weil. Keine Ahnung, was war da nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Egal, ich gehe nochmal zum Anfang zurück. Da weiß ich ja jetzt glücklicherweise, wie man das ganz schnell schafft. Kleine Abkürzung. Oh, diesmal nicht. Wie fies! Na schön, dann muss ich halt die andere kleine Abkürzung benutzen.
ja, und Leute, ne, neulich habe ich ja, war es vor zwei oder vor zwei Folgen, glaube ich, hatte ich ja Part 100. Und ich habe tatsächlich bei Part 100... Oh, er wartet schön auf mich, ob ich vielleicht wieder zurück will. Wie lieb von ihm. Bei Part 100 habe ich tatsächlich schon 10 Abonnenten gehabt. Oh, wie früh. Also praktisch alle 10 Parts einen Abonnenten. Mal sehen, ob ich meinen Schnitt halten kann. Naja, ich weiß aber auch irgendwie nicht, wie viele Leute überhaupt von meinen Abonnenten wirklich aktiv gucken. Also meine beiden Stammzuschauer gucken natürlich immer, das weiß ich ja, das sehe ich ja auch. Aber, nein, ich bin ein Idiot. Das geht ja gar nicht. Oh. Hm. Ups. Ach, verdammt. Das ist alles so... Ja, klobig hier. Klobig zu... meistern. So, und jetzt nicht... sie raustreiben, sondern... Ja, geht doch. Aber, ja, ich weiß nicht. Abonnenten sagen natürlich nicht so viel aus, aber, hätte ich nicht gedacht, dass es doch so schnell so ein paar werden. Ich meine, wenn ich jetzt auch noch so viele Zuschauer hätte, wäre es natürlich schön. Ich weiß sowieso nicht, Abonnenten, ich meine, so viele Kanäle haben einfach, keine Ahnung, 2000 Abonnenten oder eine Million Abonnenten. Aber so wirklich Viewer haben die ja irgendwie auch nicht, ne? Ich weiß nicht, ist irgendwie so ein bisschen keine so aussagekräftige Zahl irgendwie. Nein, oh Gott. Jetzt kletter, kletter, kletter. Warum ist er nicht geklettert? Eben hat das doch noch geklappt, oder? Weil ich glaube, da oben war das mit dem Schlüssel gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht. Tja. Und ich habe natürlich auch immer wieder Zuschauer, die... Also, was heißt Zuschauer? Irgendwelche Leute, die dann ankommen und unter das Video schreiben. Yo, schau doch mal bei mir vorbei. Und geiles Video übrigens. Ich weiß, wie das mit dem geilen Video dann gemeint ist. So. Ach, hier war der Scheiß gewesen. Nee, das war nicht der Raum gewesen, wo ich... den ich meine. Ah, warte, ich weiß, welcher das war. Okay. Ah, hab ich nicht aufgepasst. Also das mit dem geilen Video ist dann natürlich erstmal nicht so gemeint, ne? Und zum Zweiten, ich versteh's ja irgendwie echt nicht, wie man... bei einem Kanal, der... keine Ahnung, zwei bis... sagen wir mal, zwei bis großzügig 10 Zuschauer hat... wie man da dann ankommen kann und Fremdwerbung machen will. Weil ich meine, erstens wird es sich doch gar nicht lohnen. Also er sagt dann, es richtet sich ja eigentlich dann vor allen Dingen auch an mich. Hey du, schau doch mal bei mir vorbei. Ich weiß ja nicht. Dann vielleicht erhofft es sich dann einen weiteren Zuschauer zu bekommen. Also was heißt eher, es sind immer ganz viele. Immer ganz viele verschiedene, die sowas dann schreiben. Aber, ich weiß nicht, ich finde das schon ein bisschen, ich will nicht sagen, ja doch, es ist eigentlich schon ein bisschen unverschämt so. Weil, ich meine, man ist gerade damit beschäftigt, irgendwie selber so ein bisschen klarzukommen und dann... dann soll man irgendwie dann auf einmal woanders Videos schauen. Beziehungsweise, wenn man dann Zuschauer hat, dann versucht man auch noch die paar Zuschauer, die derjenige hat, dann abzuwerben. Ich weiß ja, also ich finde das irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ich meine, wenn man es unbedingt will, dann kann man es meinetwegen unter so einem großen Kanal, so mit mehreren 100.000 oder 10.000 Abonnenten auch, kann man dann meinetwegen dann da versuchen, irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit für kleinere Kanäle zu bekommen. Also ist jetzt nichts, was ich machen würde. Und auch nichts irgendwie,
Wo ich dann, wenn ich unter einem so ein Video das dann lese, unbedingt das dann auf den Kanal gehe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Aber, naja. Das unter einem kleinen Kanal zu machen, finde ich schon irgendwie nicht in Ordnung. Ich meine, es wird vermutlich nichts bringen, aber schon allein der Versuch ist nicht in Ordnung. So, ich wurde hier jetzt drin eingesperrt. Schau mich nicht so an! Voll der Endboss! Hilfe! Ich habe ihn doch nur angeguckt. Ja. Okay, so kriege ich sie auf jeden Fall. Ich klemm voll in ihm fest. Eklig. Okay. Moment mal. Wir müssen das kommen. Kann er mal weggehen, Alter? Unglaublich. Ich glaube, der Greifhaken ist dafür doch irgendwie ein bisschen besser, oder? So, wenn ich mal an A Link to the Past denke, habe ich mir dazu ja passend gerade ein Let's Play von einem anderen angesehen. Da gab es doch auch so einen Typen. So, und außerdem einmal als Mensch. So, jetzt. Es wird nur ewig dauern, bis ich alle habe. Egal, so geht's ja. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, die wachsen nach. Komm schön, einzeln, Auge für Auge oder Glibberding für Glibberding. Okay, er kommt mir etwas zu nah, das gefällt mir ja nicht. Holen wir uns mal den nächsten. Ich weiß nicht, hat der da Löcher oder bin mir irgendwie etwas unsicher. Aber ich glaube, es wird weniger. Ja, es kann sich nur noch um 50 von den Dingern handeln. In zwei Parts bin ich dann fertig damit. Erwischen, einfach so. Ne, dann schlage ich nur eins ab. Das ist ein bisschen scheiße so. Na gut, dann machen wir es halt eben auf die Alternative hier. Dann holen wir uns mal das. Dann holen wir uns mal den. Und da holen wir uns mal den. Kann ich ihm nicht irgendwie eine Bombe vorwerfen? Oder warte, ich hab doch Bomben. Man müsste jetzt irgendwie eine Megabombe gekauft haben. Und die dann nicht. Okay, das lohnt sich irgendwie deutlich mehr, aber dann hat man auch deutlich mehr Stress. Ich krieg so viel Schaden so. Das ist scheiße. Vielleicht kann ich ihn ja mit Feuer pfeilen. Das vielleicht stirbt dann so ein Viech direkt. Die gehen nur einfach nur ab. Die machen mich voll fertig. Ja gut, auf die Alternative hier ist es natürlich sehr, einfach, aber auch ziemlich langatmig.
mich voll konzentrieren hier. Vor allem dieser Rundumschlag, da bin ich ja nicht so der Meister drin. Aber, na. So, hat das jetzt wenigstens was gebracht irgendwie? Ne, irgendwie nicht so viel. Ich hab, irgendwie habe ich ihn getroffen. Ah ja, kannst du mal bitte nicht... Oh Gott, Mann! Ich kriege nicht mehr deselektiert hier. So. Vielleicht muss man die auch gar nicht alle grabben. Man kann einfach, wenn das Auge dann irgendwie da ist, irgendwann... Also wieder eins. Lalala. Ich weiß es ja nicht. Aber ich glaube, wenn man Moment mal, ich mach mal Magie weg, das bringt glaube ich sowieso nichts. Geht weg bitte. Wow, 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 wow. Hilfe. Auch Krüge, Herzen und so. Was ist voll der Endboss hier? Okay, hier gibt es auch sehr viele Pfeile. In was für einem Retard-Mode befindet er sich eigentlich? Ich verbrauche meine Fee. Oha, Mann. Scheiß Riesenschnecke. Kommt da ja einmal markieren. Eigentlich ist es ja sehr vorhersehbar, wie der hier immer lang fährt. Wow! Okay, ich muss mal die Krüge da hinten holen. Yay, ein Herzchen. Ich muss tatsächlich gleich mal den Tempel verlassen, um mir neue Herzen zu holen. Hast du mal genug jetzt? Bam! So, das war's tatsächlich. Bekomme ich jetzt wenigstens mein Item? Nach so einem Kampf bekommt man auch immer ein Item. Ich hätte gern ein cooles Item. So ein schön passendes zu diesem Tempel auch. Das habe ich mir jetzt verdient. Und? Du hast den Eispfeil erhalten. Platziere ihn auf C, um deinen fallenden Atem des Winters einzuhauchen. Sowohl Gegner als auch Wasser werden schlagartig eingefroren. Schimmerndes Eis hemmt jede Bewegung. Nice. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich damit jetzt alles anstellen kann. Aber da eröffnen sich jetzt natürlich völlig neue Möglichkeiten. Man denke nur an diesen einen Gegner in dem Raum da hinten. Komm, wir müssen das direkt mal ausprobieren. Hier bei ihm vielleicht. Ah ja, und obwohl, nee, Lichtpfeile braucht es ja in diesem Zelda-Teil gar nicht.
Oh, er ist direkt kaputt gegangen. Lichtpfeile braucht es ja nicht, weil es keinen Ganon gibt. Es sei denn, der kommt noch irgendwie auf einmal anschlawinert und hat sich als Horrorkid getarnt in Wirklichkeit. Aber das glaube ich irgendwie nicht. So, wir sind ja schon direkt in diesem Raum hier. Guck doch mal. Jetzt kann ich... Na egal, ist ja egal. Ich wollte sowieso hier hin. So. Nice. Einfach ein Eisblock. Und hepp. Und hepp. Jawohl. So, ich weiß zwar nicht, was jetzt passiert, aber... Aktion. Hesse. Oh, geht nicht in die Richtung. Jetzt. Ja, und schieb. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat sich hier irgendwas Rotes in Bewegung gesetzt. Aber das heißt jetzt nicht, dass das Wasser steigt oder sowas, oder? Nee. Was hat denn das jetzt ausgelöst? Hier unten wird jetzt irgendwas rot in die Richtung gepumpt. Okay. Ja, dann... Quatsch! Gut, hier ist jetzt auch nichts mehr drin. Nee, egal. Dann muss ich jetzt wieder tauchen. Okay, alles klar. Bin ich hier, glaube ich, auch erstmal fertig. Ich weiß nicht, wieder rückgängig machen kann ich das hier auch gar nicht, oder? Oder ich kann irgendwo an anderer Stelle das aktivieren, dass das irgendwie wieder in die entgegengesetzte Richtung geht. Abtauchen. Gut, dass ich hier eben nicht zu lange rum überlegt habe, wie ich denn hier jetzt weiterkomme. Weil es wäre natürlich... Hallo, komme ich hier rein irgendwie? Please. Die Strömung sagt eigentlich, dass es hier lang geht. Ja, hier geht es dann, genau. Ja gut, aber was hat das jetzt verändert? Die rote Röhre pumpt einmal hier lang. Vielleicht kann ich da irgendwie irgendwo rein in so eine Röhre? Obwohl, das wäre ja auch ein bisschen verrückt irgendwie. Diese Strömung! Okay, das mit diesen Rohren hier verstehe ich tatsächlich wirklich noch nicht so ganz. Aber vielleicht komme ich jetzt hier irgendwie weiter. Vielleicht... Moment, ich muss mal was ausprobieren. Und zwar muss ich dafür mal auf eine von diesen Plattformen hier. So. Und zwar... Bin ich jetzt einmal hier einfach ins Wasser? Nee, das geht nicht. Okay. Ich dachte, vielleicht könnte ich hier jetzt einfach den gesamten Teich gefrieren. Kann ich so einen Fisch damit abschießen? Oh, aber ich kann mir so Eisplattformen machen. Moment mal. Wenn ich das geschickt genug mache... Vielleicht da auch noch eine hin? Oder geht immer nur eine? Ne, es gehen tatsächlich zwei. Aber die gehen relativ schnell wieder kaputt. Und ich kann auch nicht... Kann ich drauf? Doch, ich kann drauf. So, dann komme ich tatsächlich hier weiter. Nice! Geh weg!
nach 4 habe ich jetzt bis jetzt natürlich irgendwie noch nicht so viel Ausschau gehalten. Ich glaube, ich habe auch schon ein paar Krüge ignoriert. Verdammt. Du nervst! Okay, hier war keine drin. Vielleicht hier hinten irgendwo. Man kann es ja nie wissen. Und da ist tatsächlich auch schon der zweite Tag jetzt endgültig rum. Ich weiß nicht, wie viel Prozent von dem Tempel ich jetzt schon habe. Ja, Taya, was sagst du? Hey, wie willst du da hinaufgelangen? Ich sehe hier keine Klettermöglichkeiten. Was könnten wir verwenden? Es gibt hier nichts außer diesem wabbeligen Schleim. Ah, Taya, du hast das aber auch dieses Mal mit Tipps. Natürlich nervt der Schleim. Der spawnt natürlich auch immer nach. Außer aus einem guten Grund. Kann ich das irgendwie schieben? Man kann das sogar schieben. Nice. Ja, guck mal, der Tempel ist ja easy. Taya erzählt einem einfach alles, was man machen muss. So, jetzt einmal rauf, bitte. Die geht natürlich auch relativ schnell wieder kaputt, nehme ich an. Und Achtung, Terrormaus. Und wow, Leute, wir sind ja schon wieder mega über der Zeit, wie schnell das immer geht. Ich bin ja so beschäftigt mit dem ganzen Tempel und so. Ja, dann würde ich mal wieder sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. So, bis jetzt geht es ja eigentlich recht flüssig vorwärts. Recht flüssig im Schädelbuchtempel. Hier sind ja auch überall Rohre, das passt sehr gut. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, tschüss.